So, und damit dann hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Ja, man hört es noch so ein bisschen. Ich bin ganz schön angeschlagen. Mich hat es die Woche über richtig erwischt. Und ich dachte mir, okay, bevor dann wieder die Stimme komplett weg ist und alles, und das wieder solche extremen Ausmaße annimmt, gönne ich mir dann einfach mal eine komplette Pause von allem. Dann habe mich komplett zurückgezogen, eingeigelt und entsprechend dafür gesorgt, dass ich halt wieder halbwegs fit bin. Also es ist noch immer nicht optimal, definitiv nicht. Da muss noch einiges mehr dann passieren, aber es ist zumindest so weit gut, dass ich mich fit genug fühle zum Aufnehmen und alles. Ja, und da passt das dann. Da kann man dann auch mal zum Sonntag wieder eine Folge rausbringen. Mal gucken, heute wird eh ein langer, langer Sonntag. Ja, Super Bowl-Nacht bei uns hier in Deutschland. Also für uns die Nacht, weil es halt so spät ist. Ne? Müssen die das auch so spät machen? Können die das nicht ein bisschen früher bei sich ansetzen? Ja, und dann gucken wir mal, wie das wird. Schauen. Und was da passiert. Okay, so, vorsichtig. Habe ich noch Steuerplatten dabei? Ja, okay, dann passt das. Dann kann ich ja wieder weiter basteln hier. Ja, ich entscheide mich dafür, dann hat hier praktisch eine. Hier so eine Linie dazwischen zu ziehen. Genau. Ja, ungefähr so und dann. Ja, das ist eine gute Idee. Warte. Passt. Auch nochmal kurz. Also halt erstmal hier hinten kurz. Dann da. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr eine angenehme Woche gehabt habt. Dass alles gut verlief. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Gucken, genau, jetzt kommt das hier. Wie viele hatte ich denn? Vier, ne? Okay, vier Felder, dann passt das ja. Verdammt. Da ist aber doch gar keins hin, wo auch immer es jetzt ist. Okay. Na, ist egal. Was soll's? Doch nicht da. Vollkommen falsch. Und die Solarzellen jetzt noch und dann. Und dann haben. Sind es die richtigen? Ich wollte gerade sagen. Warte. Schon hier müssen wir noch hier drunter dann was setzen. Sonst sieht das seltsam aus. Wenn das da so freischwebend ist. Das mag ich nicht. Hier ist eigentlich nur Optik halber, ne? Das fällt, glaube ich, keinem mehr auf, aber ich weiß es und das stört mich dann.
Hier. Ah, hier auch noch. Guck mal da. Sieht ja schrecklich aus sonst. Ja, hier glaube ich auch noch, ne? Ja, komm. Machen wir auch noch. Tada. Dann haben wir die zweite Solarzellenbank fertig. Müssten wir jetzt eigentlich nur. Es sind irgendwie zwei Mods. Ich konnte leider nicht mehr sehen, welche Mods das waren. Anscheinend sind sie aus dem Workshop auch raus, weil ich kann die Workshop-Seite nicht aufrufen, wenn ich hier über den Link gehe, im Spielmenü. Und die musste ich rausnehmen. Deshalb muss ich mal kurz gucken, ob hier irgendwas jetzt fehlt. Von den Sachen, die wir haben, aber es sieht nicht danach aus. Das war so ein bisschen seltsam, weil es da direkt zwei Mods auch waren. Da gab es eine Fehlermeldung, wie sie hier kann nicht geladen werden, bla bla blub. Jetzt gucken. Warte, 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 warte. Solarpanels. Braucht wieder ganz schön lange, ne? Muss ich auch sagen. Das mag ich nicht. Wobei hier lädt. Ah ja, hier. Da. Jetzt müsste ja dann das sein hier, ne? 2x1, ja, genau. Schweißen wir mal draußen schnell alles. Das Ding läuft uns ja nicht weg. Das müssen wir eben. Wir haben festgestellt, da gibt es leichte Logiklücken. Wenn wir irgendwas machen, dann müssen wir noch ein bisschen optimieren. Ah, schon relativ weit dann hier. So, warte mal, du kriegst jetzt mal ganz kurz. Ach, Mist. Der ist voll. Der ist auch. Echt, das ist alles voll. Wieso ist das denn alles voll? Ach so, durch das Build and Repair, ne? Dann kann er hier ein bisschen was machen und wir holen nochmal die restlichen Sachen. Oh, Wasser sehe ich gerade. Wenn wir denn alles dafür hier drin haben sollten, ne? Das ist ja auch wieder die Sache. Träger haben wir keine, okay. Müssen wir mal welche herstellen, ne? Das mache ich wieder hier vorne drüber. Über die. Das geht irgendwie besser. Man bräuchte jetzt nicht Ewigkeiten suchen. Ah, und noch mal ein paar Solarzellen. Es fehlt Eisen, ne? Ich sehe es gerade. Ist ja nicht so, dass wir kein Gestein hätten, ne? Wir haben ja ein bisschen was. Da ist auch Platz. Na, jetzt komm. Nein, ah! Noch mehr Gestein ist nicht da. Na, dann passt das ein. Haben wir hier. Guck mal da. Das ist ja schon alles fertig. Sehr schön. Damit müssten wir doch dann rein theoretisch einen Großteil fertig kriegen. Und dann bin ich vielleicht von dem Wasserstoff weg als Energiequelle. Ja, guck mal, läuft ja gerade sogar perfekt. Das ist ausgerechnet jetzt halt hier schon. Hartglas brauchen wir nicht. Egal. Hier brauchen wir Träger und Solarzellen, okay. Weiß gar nicht, wie sieht das mit unseren Batterien aus hier? Ah, der Akkustand ist ganz gut, ne? Hält schon eine Weile. Ich weiß gar nicht, wie lange würde es denn halten?
Einen Tag, sagt er 5 Tage. Er switcht gerade so ein bisschen hin und her. Also es ist schon so ein bisschen, ne? Also wir produzieren weniger, als wir brauchen. Es ist halt, es schwankt, ne? Durch die Raffinerien, ist klar. Ah, Wasserstoff ist noch ein bisschen was da. Na, wir müssen halt gucken, dass wir mehr auf Solarenergie setzen. Dann halt diese, will ich dann doch das mit dem Shale probieren. Genau. Wie sieht's aus? Ah, ist noch was fertig geworden, sehr schön. Achso, ich brauche halt Träger noch. Ha. Nee, das ist nicht die Träger. Müssen wir, glaube ich, einen Großteil fertig kriegen, ne? Ja, na, mal gucken. Oh Mann, ey, alles gar nicht so einfach im Moment. Na. Irgendwie komischer Jahresbeginn, echt definitiv. Sehr, sehr seltsam. Weiß noch gar nicht, was ich mit dem Jahr jetzt so anfangen soll. Oder wie ich das werten soll. Das ist irgendwie. Ja, weiß gar nicht, wo mir momentan so bei vielen Sachen der Kopf steht. Also so viel, das sich jetzt so verändert hat, schlagartig, und man mit den neuen Situationen dann erstmal zurechtkommen muss. Und dann bin ich jetzt parallel dazu halt noch am Überlegen, aus bestimmten Gründen, dass ich hatte vor 2 Jahren ein Haus gekauft, mir jetzt überlegen, ob ich halt näher an meine Dienststelle ranziehe. Aus diversen Gründen. Und das Haus dann hier jetzt vermiete oder verkaufe. Eigentlich wäre vermieten, finde ich, ist immer so die bessere Alternative, weil du dann halt immer nochmal sagen kannst, okay, ist halt meins, ich melde Eigenbedarf an. Oder du halt damit dann deine Rente aufbesserst, ne, später. Und das hat ja auch was. Ja, und Rente aufbessern ist definitiv nicht verkehrt. Und solange am Haus nichts kaputt geht und man keine großen Summen anfassen muss, geht das ja auch alles. Ne? Zumal dann halt bei den Mietpreisen, die wir hier haben, das Haus sich komplett selber tragen würde und ich sogar noch ein Plus jeden Monat hätte. Was man natürlich beiseite legen muss für Reparaturen und alles. Aber ich habe das ja selber gesehen, als ich hierher gezogen bin vorher und zur Miete gewohnt habe. Da wurden wirklich alle Sachen, was Versicherungen, Steuern, alles, was das betraf, wurden komplett auf mich als Mieter umgelegt. Das würde ich natürlich dann auch machen. Klar. Ne? Und dann hat man ja eigentlich keine großartigen Belastungen. Dann hat man ja nur das, was halt davon weggeht für die Finanzierung vom Haus. Aber das Haus finanziert sich ja dann praktisch selbst. Und wäre dann einige Jahre, bevor ich in Rente gehe, wäre es dann fertig finanziert. Und würde dann nur noch Gewinn abwerfen. Also noch mehr. Na, und dann kann man ja das monatlich schön nutzen halt, ne, um die Rente aufzubessern damit. Das wäre natürlich eine coole Sache. So, Strom haben wir, das ist gut. Okidoki, dann würde ich sagen, mache ich für heute Schluss. Wir sehen uns morgen wieder. Ich nehme gleich noch die nächste Folge auf, keine Panik. Und dann, schauen wir mal, was wir machen, ob wir noch. Ich denke, wir werden auf der anderen Seite noch Solarbänke anlegen. Das ist jetzt ein bisschen einfacher. Dann haben wir da auch noch ein paar. Vielleicht reiße ich die oben ab. Das wäre vielleicht auch eine gute Sache, dass wir das hier unten haben, weil da oben so weit weg, das zu schützen. Das könnte man später vielleicht nochmal machen, aber ja, gucken wir mal, was wir morgen machen. Also in diesem Sinne, euch einen schönen Sonntag, falls ihr Super Bowl guckt. Viel Spaß dabei. Bis dahin, euer Mr. Zocker.